Die Reaktion war überwältigend natürlich. Ich sehe es gleich mit einem Ritterschlag, da eingeladen zu werden, ist eine ganz große Ehre. Ich habe das St. Moritz Gourmet Festival schon seit jüngster Kochausbildung verfolgt und freue mich, dieses Jahr tatsächlich auch mitwirken zu können. Das ist eine tolle Sache. Stützen uns nicht auf 100%ige Regionalität, sondern das können auch mal die waldgesammelten Blaubeeren sein, die wir kombinieren mit internationalen Produkten. Von daher, ich denke, das ist unser Credo. Das Beste von hier, das Beste von da, zusammen vereint auf einem Teller. Natürlich muss man sich den Umständen anpassen und gucken, was ist machbar, was kann man umsetzen von der alltäglichen Küche. Man will sich ja bestmöglich präsentieren und muss dann da wahrscheinlich abwägen, was realistisch ist und was nicht. Ich meine, wir kochen bei uns im Restaurant für maximal 30 Leute. Das ist hier in so einem Rahmen natürlich was ganz anderes. Aber ich glaube, wir haben da einen guten Mittelweg gefunden, was wir da kochen werden. Bei uns, wichtigste Zutat ist wahrscheinlich gute Laune in der Küche. Und was auch nie fehlen darf, ist immer laufende Musik.